Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema 5 giftige Arten von Menschen, die ihr lieber meiden solltet bei euch im Leben. Viel Spaß! Ja, jeder kennt wahrscheinlich das Sprichwort von euch, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und da muss man natürlich ziemlich gut aufpassen, mit welchen Leuten verbringe ich denn am meisten Zeit. Das heißt, was gibt es überhaupt für giftige Menschen und wie wird man die los? Wie kann man die meiden? Was ist, wenn einer der guten Freunde einer dieser giftigen Menschen ist? Was mache ich dann? Und darum geht es jetzt. Punkt Nummer 1, der Neider. Ja, der Neider oder der Nichtsgönner, das sind die Menschen, die könnt ihr eigentlich sehr, sehr leicht erkennen. Das heißt, ihr seht zum Beispiel, ihr seid mit Freunden auf der Straße unterwegs und es fährt ein dickes Auto vorbei. Und dann sind diese Leute, diese Neider, die sagen dann, oh, ja, der muss, das ist eine Schwanzverlängerung, der muss irgendwas damit kompensieren oder ja, der hat das alles nur geerbt, ja, der hat das nicht verdient und wenn es junge Leute sind, dann wird immer direkt gesagt, ja, das ist bestimmt vom Papa und hin und her. Ja, das sind aber Leute, an die ihr euch nicht halten solltet, ja. Oder macht sie mal darauf aufmerksam vielleicht, dass sie da vielleicht einen kleinen Denkfehler haben. Weil eigentlich ist das ja, Neid ist ja, entsteht ja, wenn man etwas selber haben möchte. Und eigentlich muss man sich mit den Leuten umgehen, die dann dieses Auto fahren. Weil ihr müsst ja herausfinden, wie hat er das gemacht? Wieso kann er so ein Auto fahren? Was macht er für einen Job? Das heißt, anstatt zu sagen, boah, dieser Wichser da, der fährt so ein dickes Auto, und anstatt neidisch zu sein, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu fragen, ey, was machst du eigentlich beruflich? Dann fragt ihn, findet es heraus, vielleicht kann er es euch beibringen. Ja, der Mensch Nummer 2 ist der Pessimist. Das sind Menschen, grundlegend ist erstmal alles scheiße, grundlegend funktioniert doch alles nicht. Egal, was für eine gute Idee du hast oder jemand anders hat, er findet auf jeden Fall immer was, was schlecht daran ist. Und er beschwert sich auch immer extrem viel über sein Leben, aber ändert nie etwas. Er beschwert sich die ganze Zeit, aber wird nie etwas daran ändern. Das ist ein sehr, sehr, ja, anstrengender Mensch, würde ich mal sagen. Jeder kennt das, jeder beschwert sich mal. Und vielleicht wirkt es nach außen hin auch so, dass man nichts ändert, aber es gibt viele Menschen, die ändern dann doch etwas, auch wenn es auf dem ersten Blick vielleicht nicht sichtbar ist. Aber ihr erkennt diesen Menschen besonders daran, wenn er schon jahrelang in der gleichen Situation ist, aber nie etwas ändert. Und das ist ganz, ganz oft deswegen so, weil die sich so sehr mit dem Negativen identifizieren, dass wenn sie etwas ändern würden, dass sie einen Existenzverlust und einen Identitätsverlust erleiden würden und sich deswegen so sehr an dem Negativen festklammern, statt das einfach mal loszulassen. Ja, das ist der Pessimist. Ja, der Mensch Nummer 3, ich glaube, jeder kennt den auch von euch und jeder war auch schon mal in dieser Rolle drin. Und zwar ist es das Opfer. Das heißt, alle anderen sind immer schuld und er selber kann nie etwas dafür. Das ist natürlich einerseits eine Eigenschaft, womit man sich so selber ein bisschen schützt, aber man lernt natürlich niemals daraus, wenn man die Fehler nicht bei sich sucht. Ich habe jetzt die letzten Wochen oft gehört bekommen, so ja, du bist nicht schuld, du bist dies nicht und das, aber ich bin halt so, ich versuche den Fehler dann bei mir zu finden und versuche halt daran irgendwie zu wachsen und besser zu werden. Und genau das Gegenteil ist der die Opferrolle einnimmt. Jetzt ein sehr, sehr gefährlicher Mensch, das ist Mensch Nummer 4, das ist der Soziopath. Er kann praktisch keine Gefühle zeigen und keine Gefühle zulassen. Es gibt viele Menschen in der heutigen Gesellschaft, habe ich das Gefühl, die so schon so ein paar Züge davon haben, aber vielleicht doch nicht ganz in dieses Bild passen. Dennoch, Soziopathen sind kranke Menschen tatsächlich. Und sind sehr schwer zu erkennen. Das Einzige, was man erkennen kann, ist, dass sie halt wirklich keinerlei Gefühle zulassen. Das heißt, verliebt euch bloß nicht in einen Soziopathen. Wenn ihr euch in einen Soziopathen verliebt, dann habt ihr richtig verkackt.
Weil dann werdet ihr alles Mögliche für diesen Menschen tun und der wird das aber niemals sehen. Es gibt auch Menschen, die das generell nicht sehen, weil sie einfach zu sehr mit sich selber beschäftigt sind. Aber Menschen, die soziopathisch veranlagt sind, die können wirklich einfach keine Gefühle zulassen. So. Ihr werdet die nie erwischen, wie sie Gefühle zulassen. Und wenn ihr euch in so einen Menschen verliebt, mit so einem Menschen zusammenleben wollt, dann habt ihr es auf jeden Fall richtig, richtig schwer. Deswegen lasst euch Zeit mit der Kennenlernphase. Guckt mal ein bisschen im Umfeld rum. Ne? Beim Umfeld erkennt man auch so ein bisschen, wo kommen die Menschen her und wie ticken die Menschen sehr wahrscheinlich. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Der letzte Mensch ist die Drama Queen oder Drama King, meinetwegen gibt es ja auch. Das sind die Menschen, die vom Drama leben. Ja, die haben, egal ob gar nichts los ist, die werden immer alles schrecklich machen. Ja, sie rufen dich mitten in der Nacht an und heulen dich voll und machen einen riesen Aufriss, obwohl gar nichts passiert ist. Oder sie schreiben Nachrichten für Dinge, die überhaupt nicht passiert sind. Und es ist egal manchmal, ob es ihr Drama ist oder das Drama von anderen. Sie lenken sich immer mit diesem Drama ab, ja? Um sich halt bloß nicht mit sich selber auseinanderzusetzen. Und jeder kennt das. Wir können uns davon, glaube ich, alle nicht freisprechen, dass wir hin und wieder über andere Menschen reden. Aber die Drama Queen ist da extrem, ja? So, sie kommt rein, sie trefft die und sie fängt direkt an zu reden. Blablabla, das ist passiert, das ist passiert, das ist schlecht und so weiter und so fort. Und sowas raubt euch natürlich auch Energie. Wenn ihr immer nur mit Menschen zusammen seid, die immer nur von Drama reden, dann seht ihr auch plötzlich in der Welt nur noch Drama. Und das raubt euch sehr viel Energie, die ihr woanders gebrauchen könntet und die euch irgendwo fehlt, wie so ein Energievampir. Und diese fünf Menschen, die ich aufgezählt habe, sind übrigens alles Arten von Energievampiren. Sie ziehen euch alle davon ziehen euch Energie, die ihr in eurem Business, in eurem Training, in eurem sonstigen Leben, in eurer Beziehung und sonst irgendwo brauchen könntet. Deswegen passt gut auf euer Umfeld. Es ist so schwer, heute, finde ich, noch ein korrektes Umfeld zu finden. Sagen wir mal, du möchtest abnehmen, dann musst du auch gucken, dass du dich in einem Umfeld befindest, das es akzeptiert. Du möchtest aufhören, Alkohol zu trinken, dann kannst du auch nicht in einem Umfeld bleiben, wo die jedes Wochenende trinken oder auf jeder Veranstaltung, jeder Geburtstagsfeier es nur ums Trinken geht. Das ist halt natürlich extrem schwer und oft fühlt man sich dann ein bisschen einsam. Ich spreche da aus Erfahrung und ja, ich hoffe, die Tipps konnten euch ein bisschen weiterhelfen und ich konnte euch ein bisschen die Augen öffnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wir bald die 1000 Abonnenten knacken. Bis dahin, macht's gut und ciao.